da die Arbeiter natürlich der Grundpfahl jeder Armee sind, denn ohne Geld hat man natürlich wenig Möglichkeiten, einfach weitere Einheiten an den Start zu bringen. Jetzt geht es mit dem Medivac und den Marines gegen die Berserker. Da sehe ich momentan schwarz für die... Ja, da sehen wir es. Muss sich tatsächlich weiter zurückziehen, hat wenig Chancen. Wir haben gerade das Medivac gesehen, das natürlich die Marines voll heilen kann. Und dann können auch ein relativ bescheidener Haufen Marines schon ganz gut abgehen. Und das haben wir hier eindrucksvoll gesehen. Strella auch noch zusätzlich mit Vikings am Start, die hier im Prinzip Luftangriffe starten können, um natürlich hier sich auch um die Phoenix zu kümmern. Parallel dazu haben wir noch eine weitere Möglichkeit. Sie können glatt und dann auf dem Boden einiges an Action veranstalten. Ja, das sieht doch jetzt hier schon auf jeden Fall nach der ansehnlichen Armee aus. Wir gucken mal auf die Versorgung. Aktuell ist Schwedock hier unterwegs mit 134 Supply, wie es heißt, und 125 Supply auf der Seite von Viper. Das beschreibt in etwa die Größe der kompletten Einheiten der Spieler, inklusive Arbeiter und Armee. Und das sind aktuell die Einheiten, die auf dem Schlachtfeld rumwandern. Wir sehen also 20 Marodeure. Das ist eine echte Kampfansage gegen aktuell 17 Berserker. Ein unsterblichen 5 Hetzer und noch ein bisschen klein, die unter anderem sehr, sehr wichtig, die hohen Templer, die jetzt mit dabei sind, die können natürlich mit ihren Zielstürmen richtig viel Schaden anrichten. Möglicherweise sehen wir jetzt die ersten Stürme, die Templer gehen in Position, da kommen die ersten Stürme rein, jetzt gilt es für Strelok hier den auszuweichen, das macht er sehr, sehr geschickt und Viper muss sich sofort wieder zurückziehen, denn hier hinten stehen noch Belagerungspanzer im Belagerungsmodus, die teilen mächtig Flächenschaden aus, aber das macht Strelok hier sehr geschickt, sogenanntes Hit and Run. Er schießt hier also auf die gegnerischen Einheiten und zieht sich zurück, schießt, zieht sich zurück und das in einer Geschwindigkeit, wo man wirklich richtig ausrasten muss an der Maus und an der Tastatur. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Da kann man mal kurz der Scan, das Aufdecken von Terraner, der hier möglicherweise den einen oder anderen Beobachter gewittert hat, allerdings dann enttäuscht wurde, will ich natürlich erledigen. Jetzt allerdings Vorstoß von Viper. Ganz blöde Situation für Strelok. Der ist sogenannt Off-Guard. Das bedeutet, er ist nicht in der Nähe seiner eigenen Basis. Könnte jetzt aber auch Viper treffen. Und dann gibt es hier das Sandwich. Das heißt, von links und rechts werden dann Einheiten angreifen. Das könnte jetzt unter Umständen wieder ganz bitter für Viper werden, je nachdem, für was er sich entscheidet. Er geht hier jetzt in die Basis. Und jetzt kommt es hier möglicherweise zu gerade an. Da wird die Rampe blockiert. Damit pisst er sich jetzt abzack ans eigene Bein. Das ist nicht schön. Jetzt kommen wir von beiden Seiten. Die Einheiten von Strelok und Kämpfen von Viper einfach ganz heftig die Armee auseinandernehmen. Das ist natürlich bitter gelaufen. Da hat er sehr, sehr viel verloren jetzt. Und ich denke auch, mit dem Nachschub, den Strelok hier gleich starten wird, wird er in der Lage sein, das noch zu stoppen. Und sehen wir wieder das Hit and Run von den Marodeuren. Sehr, sehr schön gemacht. Und da kommt noch mal ein Icon, den haben wir eben im Szenario-Contest schon mehrfach gesehen. Die Medivacs einfach so wichtig zu diesem Zeitpunkt, denn sie heilen hier voll, beziehungsweise versuchen die schwer angeschlagenen Eier voll zu heilen und auch mit fast klinisch toten Einheiten kann Strelok hier noch ordentlich abgehen. Das ist richtig schön gemacht, dafür haben die beiden auf jeden Fall schon mal einen Applaus verdient, bin ich der Meinung. Während der Icon hier ordentlich am agieren ist, der teilt hier mächtig Arbeiter auf der Seite von Strelok, 70 Arbeiter auf der Seite von White Bar, der natürlich jetzt wichtige Vorteile hat, fokussiert auf die Einheiten von White Bar treffen, dann geht halt ein Hetzer oder auch ein Berserker so schnell kaputt, da kann man fast nicht mehr blitzen. Das ist auch jetzt interessant, er versucht hier mit Templern gegen die Economy von Strelok vorzugehen, das klappt hervorragend, setzt hier hervorragende Zielstürme, da geht ein Worker, ein Arbeiter nach dem anderen kaputt. Allerdings gibt es hier die sogenannte planetare Festung und die verteilt richtige Kiezschellen, dieses starke Panzer und da sieht man es auch, ein Immortal oder ein Unsterblicher, wie er in Deutschland heißt, und die Templer haben wenig Chance dagegen, da wird einfach völlig zurückgeschossen und parallel dazu wird das Ganze auch noch repariert von den Arbeitern, jetzt nochmal erneut ein paar Stürme und ja, die planetare Festung denkt sich, ja, ich schieße ihn einfach mal auf Platz und ohne da wirklich großartig. Er bringt jetzt noch was. Viele Templer mit, dann wird es gleich richtige Psi-Stürme hageln, damit die Festung überzeugt. Die brauchen wir natürlich auch, weil Strelok sofort reagieren wird und versuchen wird, die planetare Festung zu reparieren. Hier ist allerdings schon schwer angeschlagen. Jetzt würde es gut sein, die jetzt schon zu reparieren. Sofort reagiert Strelok nicht, das passiert ein bisschen zu spät und dann wird jetzt auch die planetare Festung kaputt gehen. Das war der erste Teil von der Basis von Strelok. Viper zieht sich sofort zurück. Jetzt allerdings Ghost mit dabei. Der
Der Templer geht und kann ja mit der Energie die Templer sozusagen von ihrer Energie befreien, sodass sie handlungsunfähig sind. So ganz geschlagen sehe ich Sherlock noch nicht, allerdings geht es hier in der Mainbase von ihm gerade wirklich zur Sache. Das Phasenprisma wiederholt jetzt in der Basis, während die Armee von Sherlock sich komplett am anderen Ende befindet, gibt es hier Remi-Demi in der Basis von Sherlock mit den Void Rays, den Phasenleitern, die hier mit ihren aufgeladenen Lasern über Zeit richtig böse Schaden machen. Wir sehen das, da sehen wir mal, wie schnell so eine Kaserne letztendlich kaputt geht, obwohl sie sehr viel Energie Trefferpunkte hat. Das sieht doch schon ganz gut aus, was Viper hier veranstaltet. Kontinuierlich verkleinert er hier die Basis von Sherlock, der jetzt hier schon arg bemüht ist, sich zu wehren. Kaum noch Arbeiter in der Hauptbasis da. Hier gibt es auch nicht mehr wirklich viele. Das sieht nach einem GG aus. Und da ist es schon. Das bedeutet, wir haben den Ausgleich. Ja, sehr schönes Spiel. Da hat Viper mal seine ganze Klasse ausgepackt und gezeigt, wo der Hase langläuft. Wir sehen jetzt ein bisschen mehr. Das freut mich natürlich sehr. Das freut, denke ich, nicht nur uns. Ich denke, das freut auch das Publikum. In der dritten Map ist immer was Schönes zu sehen. Auf jeden Fall. Wer ist denn euer Favorit? Wer ist für Viper? Bitte mal jetzt applaudieren. Okay. Und wer ist für Schneller?